Ja, hallo werte Freunde der gepflegten Panzerunterhaltung. Heute ist es wieder soweit. Ein Replay vom T-57 Heavy, der MZ213 hat das Ganze hier eingeschickt. Vielen lieben Dank. Und er ist nicht alleine, er hat noch sogar den Desert Storm ebenfalls im T-57 Heavy mitgenommen. Und ja, bis auf das Gelbe hier vorne, der Rest kann man ja lassen. Aber warum braucht man dann das Gelbe, das Lila meine ich natürlich. Gelb, Lila, alles fast gleich. Keine Ahnung, wie ich jetzt auf Gelb gekommen bin. Wir übergehen es einfach mal ganz gekonnt und sagen, ja, was haben wir denn für eine Karte? Fjorde, Standardgefecht und 10er, 9er, 8er Gefecht. Also natürlich für ihn möglichst gut gelaufen. Jetzt schauen wir mal, wohin es die beiden verschlägt. An die klassische Heavy-Ecke, also Richtung J4, 5. Denke ich mal nicht, dass sie da hinfahren. Da haben sie nämlich nichts zu suchen. Beziehungsweise, da hat so ein T-57 Heavy einfach keine große Chance, weil mit Panzerung arbeiten ist da halt einfach nichts. Deswegen entscheiden sie sich jetzt hier für die Position auf D5, D6. Da kann man ein bisschen was spotten. Auch da muss man aufpassen, weil auch da gehen immer gern und viele Kanonenrohre drauf. Wenigstens hat die Art hier direkt supportet. Dementsprechend hat der Löwe da schon eine bekommen. Und jetzt denken sie sich scheinbar, nee, da ist doch gar nicht so geil. So, und jetzt hier ist ein bisschen was los. Der FV wurde sofort eliminiert. Der ist kein Problem. Man muss natürlich ein bisschen auf den T-34 drum noch aufpassen. Aber scheinbar wollen sie den jetzt sofort eliminieren. Oh, der E4. Der hat natürlich ordentlich gerumst. So, sein Mate konnte jetzt den T-34 wegmachen. Jetzt denkt der andere T-34, super, kann ich ja nachsetzen. Aber jetzt ist er schon da. Und der soll jetzt auch dann glauben und... Ja, da haben die beiden Autoloader mal ordentlich den Stick präsentiert. Jetzt müssen wir aufpassen, weil jetzt ist der E4 von der einen Seite und der D10 von der anderen Seite. Also sind jetzt ein bisschen eingekeilt und haben hier auch nicht wirklich Support vom Team. So, jetzt hat er den T-28 sich hinstellen können. Der scheint auch nichts reparieren zu können. Und da hat er es sofort eiskalt ausgenutzt. Und auch der E4 hat nochmal eine bekommen. Jetzt, oh, das Objekt hier ganz aggressiv und gewagt. Gott sei Dank ist sein Mate hier nachgeladen. So, jetzt hat er seine Kette wieder zurück. Ah, jetzt nimmt das Objekt hier sein Mate raus. Das konnte er auch nichts dagegen tun. Leider auch nicht schnell genug, um den Final wegzumachen mit dem RAM. Deswegen fängt er sich noch eine ein, aber naja, das möglich Beste draus gemacht. Nur schade, dass sein Mate da leider dran glauben musste, aber da war einfach nicht mehr drin. Das Objekt hat da aggressivst gepusht, aber ob es das wert war, kann man jetzt natürlich in Frage stellen. Da der E4 schon wieder. Oh, der war schön. Der war gut. Hat er sehr fein weggemacht. Natürlich gehört zu sowas auch ein bisschen Glück bzw. das RNG dazu, aber in der Form war es ihm gerade hold. Also. Und dementsprechend kann er jetzt mit seinem ganzen Magazin gleich wieder dem nächsten da
einheizen. Und der T-54-Mod hat gleich gemerkt, hoppala, da von hinten, da kommt ja was. Ja, und als er es gemerkt hat, war es auch schon zu spät. Der T-57 Heavy ist eine Wucht. Innerhalb seines Magazins sind die Schüsse schnell wieder da. Und dann kann man auch kaum was dagegen machen. Also er hat hier immer wirklich ein gutes Timing, was das Thema Granat und Reload angeht. Jetzt der Type 5 schwer, da hat er jetzt Premium geladen. Ja, und jetzt sollte der Type 5 hier auch keine Chance haben. Auch hier die Munitionswahl gut gemacht, weil gegen den Type 5 hätte er sich sonst durchaus ein bisschen schwerer tun können. Aber so hat er es natürlich easy durchhauen können. Und jetzt denkt er sich, gut, die nächste Reihe an Granaten nehme ich wieder normal. Das reicht dann schon. Jetzt hat ihn der S1 da ein bisschen geärgert. Da denkt er sich, Junge, ich komme. Mit 11 zu 10 ist die Runde aber an sich noch sehr knapp. Da ist noch keine komplette Tendenz zu erkennen. Der Gegner hat hier noch ein IS-7 und ein Mäuschen. Das sind zwei Panzer, die durchaus noch ärgerlich werden können. Aber auf jeden Fall hat er jetzt mal hier so ein bisschen das klarer gemacht, wollte ich schon fast sagen. Bis aber der IS-7 den Tiger rausgenommen hat. So, jetzt hat er nochmal den Reload begonnen, denn die letzten 4 Granaten will er jetzt mal zumindest vielleicht für die Arti ausgeben, denn den IS-7 da unten sehen wir, das Mäuschen ist natürlich fraglich, wo das Mäuschen sich gerade befindet, aber ich bin mal recht sicher, dass er das Mäuschen gleich finden wird. Auf jeden Fall hat er schon 8 Kills, also den Krieger hat er direkt übersprungen, Radley Walters hat er, jetzt könnte sogar auch die Pool kommen, der ersten Kill, den er davon 2 braucht, hat er, jetzt braucht er nur noch einen weiteren und schon hätte er die Pool sicher. 6900 Damage mittlerweile schon gemacht, 1300 unterstützt, also fleißig ist er auf jeden Fall und man muss ganz ehrlich sagen, er carried die Runde hier zum jetzigen Moment zumindest. Jetzt kann er sich natürlich unsterblich machen, indem er jetzt auch noch die anderen beiden da rauswuppt. Aber das ist kein Fallobst. Mäuschen. So, Mäuschen hat eine bekommen. So, jetzt wollte er da kurz auf den Turm gehen und jetzt der nächste muss sitzen, sonst hätte er jetzt hier das Mäuschen im Reload sich gegenüber gehabt. Also das war wichtig, dieser Kill. Und jetzt IS-7 gegen ihn, aber auch beim IS-7. Er hat nur noch 401 Hitpoints. Das ist definitiv machbar. Jetzt muss sein Team den da unterstützen, aber der T-32 braucht da lange, bis er nachkommt. Der T-25 Pilot fährt jetzt auch erst wirklich los. Und jetzt ist da der IS-7, hat ihn da jetzt getrackt. Erster Schuss, zweiter Schuss und jetzt knapp, jetzt hat er den. Und der IS-7 macht den Schuss nicht und er holt sich den 11. Kill ab. Hallo Pool, hallo 9088 Damage und hallo geile Runde. Ja, hat mir gefallen mit einem Panzer, den ich nach wie vor für einen der wirklich sehr guten Autoloader im Spiel halte. Also, wenn mich immer ganz gern gefragt wird, AMX, T57 oder Kranwagen, ich persönlich bin eher da von den dreien der Fan vom T57 Heavy, aber die Frage gebe ich gerne an euch weiter. Was mögt ihr für einen Panzer, wenn ihr euch einen der dreien aussuchen müsst? Ansonsten hat es mir gefallen, ich hoffe euch auch. Bis zum nächsten Mal, hier ist die Auswertung, euer Aikaramba!